Leute, was geht ab? Und ein herzliches Willkommen hier nochmal aus Österreich und nochmal zu einer Hotlab. Falls ihr noch auf dem Channel, würde ich mich gerne über den kostenlos sauber freuen, über den Däumchen oben. Wir sind dieses Mal wieder in Österreich und wieder in Spielberg und es wird interessant werden. Hier haben wir den Bullen im Hintergrund, der schon brüllt drauf. Wir sind diesmal in der Formel 2 unterwegs und auch da, ich meine, wir nehmen da natürlich den Austrian Grand Prix. Gab es das Debüt 1969, respektive 70 dann das erste Mal auch mit Jochen Rindt. Länge ist 4,3 Kilometer. Runden, ja, wir reden natürlich noch von der normalen Formel 1, sind 71. Und ja, Kurven haben wir trotzdem 10. 7 rechts, 3 links. Das wird ja alles sehr, sehr spannend werden dieses Wochenende. Gestern sehr, sehr regnerisches Qualifying. Wir reden natürlich über die normale Formel 1. Aber wir haben die Hotlap, habe ich mir dieses Mal für die Formel 2 überlegt. Und ja, die Distanz der Formel 1 werden 307 Kilometer sein und Wins. Ja. Gibt's von Prost und ja, keinen von Verstappen, aber Bottas hat einen nächsten. Also Bottas ist jetzt auch mit seinen 2 Wins hier auch dabei. Auch Rosberg wäre auch mit 2 Wins fast den Ex-Fahrern seit dem Revive 2014. Ich wäre auch Rosberg hier dabei. Wir sind aber trotzdem in Formel 2 unterwegs und nicht mit irgendeinem Fahrer, sondern, na okay doch, jetzt schauen wir uns mal die Strecke nochmal an. 4,3 Kilometer, 10 Turns und ja, 3DS-Zone, eine megamäßige Strecke. Einfach nur spaßig, schön zu fahren und ja, auch viel off und ab hier. Und im Regen gar nicht so einfach zu fahren, wie sich gestern herausgestellt hat. Und hier geht's los, unsere Formel 2 Hotlap. Ich bin sehr, sehr hyped drauf. Und ja, wir sind mit dem Prema unterwegs, mit Mick Schumachers Auto. Einfach nur cool. Wir haben auch hier noch die, ich weiß nicht, sind das lilane oder sind das eher rote Reifen? Also, ich glaube, weil die fahren auch noch ab und zu mit den Hypersoft, also mit diesen lilanen, die sie ja urebens eingeführt haben. Links oben haben wir auch eine kleine Track. Und erste Kurve, die Niki Lauda Kurve. Einfach eine bombastische Kurve. Es geht hier Vollgas raus. Dann, ja, wenn man hier auch gut rauskommt, kann man eigentlich am Berg rauf sich schon an den Gegner ransaugen. DS gibt es hier auch. Und dann, ja, eigentlich wird alles Vollgas bis zur Löwskurve hier ganz oben. Ja, Kurve Nummer 3, die ist halt, ja, Vollgas. Und hier haben wir dann die Löwskurve, Kurve Nummer 3. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Kurve. Macht auf jeden Fall Bock. Aber ja. Auch schwierig zum Rausbeschleunigen hier, überhaupt auch mit der Formel 2, das ist immer ein bisschen zickig, hier dreht sich auch sehr, sehr oft weg und da könnte man schon in diese Bergabkurve, da in diese Rechtsknickkurve, wo auch letzte Woche Hamilton und Albon ihre Probleme hatten, könnte man hier auch angreifen zum Überholen oder man wartet noch ein bisschen, hier geht es dann aus der 5er-Kurve raus, einfach nur eine geile Kurvenkombination. Hier rechts muss man ein bisschen auf. Aber wenn man zu früh aufs Gas geht, hat man so wie Bottas letzte Woche im Qualifying, dass man dann ins Kiesbett kommt. Aber sonst kommt es eigentlich gut hier. Die Formel 2 hat das auch nicht so viel Power. Trotzdem dieser erste links, langgezogene Linkskurve macht richtig Bock. Man muss aber auch aufpassen, dass man wiederum rechts nicht zu weit rauskommt. Da ist das Kiesbett sehr, sehr nah. Und zack, und schon geht's in diese erste 7-8. Einfach nur eine coole Kombination. Man kann da die Curbs sehr, sehr gut schneiden und ja, kann da eigentlich richtig gut Zeit gut machen. Also das passiert mir auch immer hier, dass ich hier immer wieder eine gute Zeit rausholen kann. Und es ist einfach bombastisch. Die ganze Strecke macht brutalen Bock. Und hier die Jochen-Rindt-Kurve, ein richtig schneller Rechtsknick. Ja, links, die Track-Limits sind zwar ein bisschen zum Beachten, aber ja, das geht eigentlich schon. Die 10er-Kurve, die Red Bull Mobile-Kurve, einfach mal Vollgas. Muss man aber auch aufpassen, weil da sind die Track-Limits wirklich insane. Also wenn man da zu weit drüber kommt, ist schon da. Der ist jetzt wieder und da kann man eigentlich auch gut angreifen oder sich wieder gut dran saugen. Dann, ja, war es eigentlich auch schon mit der Formel 2. Wir wechseln, switchen sozusagen jetzt wieder zur Formel 1 und werden besonders gestrige Qualifying, ja, so ein bisschen durchstöbern. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Es hat ewig gedauert, das dritte Partizip, also Training 3, wurde abgesagt. Dann ging es zu ins Qualifying, dachte mir so, okay, ja, dann wird das vielleicht auch abgesagt. Ist nicht abgesagt worden, man musste eine Stunde warten und dann ging es endlich los im Starkregen. Hier Grosjean hatte seine Probleme, er durfte nicht mal weiterfahren. Also er ist dann wieder rausgekommen, hat aber irgendwie keine Zeit mehr hinbekommen und es war dann einfach nur grausam zu sehen. Und ja, auch Giovinazzi, der sich so ein bisschen übertrieben hat, ist rausgeflogen. Auch zum Schluss gab es noch einen Schockmoment, wo Verstappen im Q3 ein bisschen rausgeflogen ist. Hat dann trotzdem den zweiten Platz geholt. Ja, und das war ziemlich interessant. Ja, wie gesagt, Hamilton mit einer übermächtigen Pole Position mit 1,2 Sekunden vor Verstappen. Der hätte sich zwar nochmal verbessern können, aber das war eigentlich, ja, unnötig. Und das wäre sich auch nicht ganz gegangen. Auch wieder überraschend, Carlos Sainz am Podium. Dritten Platz, Startplatz 3, Bottas 9 auf 4. Sehr negativ überraschend, 10 und 11 für Ferrari.
Auch wieder überraschend, George Russell auf 12. Also es war ein ziemlich interessantes und spannendes Qualifying. Also muss man auf jeden Fall gesehen haben. Mein Tipp für heute ist auf jeden Fall, dass Hamilton das Ding endlich mal macht hier in Österreich. Und ich denke mal auch, dass vielleicht Bottas dann noch ein bisschen nach vorne kommt und auf P3 und den Sainz überholen wird. Also ich denke mal, Hamilton, Verstappen, Bottas oder vielleicht sogar Verstappen, Hamilton, Bottas. Also irgendwie sowas in der Reihe. Die Ferrari werden vielleicht, keine Ahnung, so 10., 12. werden. 8., 9. Irgend sowas sehe ich die Ferrari. Lasst auf jeden Fall gerne ein kostenloses Abo da. Aber für heute war es mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut euch gerne das nächste Mal wieder vorbei. Vielen, vielen Dank. Nächste Woche geht es dann direkt nach Ungarn. Megaseason kommt die Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, irgendwann. Aber da kommt auf jeden Fall noch. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und ciao.